Hallihallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde. Hier ist Lisa aus Dessau mal wieder für euch und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr 2018. Weil ein neues Jahr ist, machen wir uns doch alle Gedanken. Was kann ich Neues machen? Wie kann ich mich neu erfinden? Und alles sowas. Aber heute werde ich mit euch zusammen auch nochmal drüber nachdenken. Was kann ich Neues machen oder was kann ich Altes wieder rausholen, was vielleicht euch richtig doll interessiert. Kann dieser Hund seine Klappe mal wieder halten? Danke. Also als erstes muss ich sagen, dass ich mir jedes Mal wirklich Gedanken mache, was euch vielleicht interessiert. Dazu gucke ich natürlich in die Trends, in die YouTube-Trends und muss sagen, hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Da denkt man, macht man guten Content und es merkt bloß keiner? Ich bringe jetzt keinen Song raus oder ich mache jetzt keine Pranks und ziehe irgendwelche anderen Leute mit rein. Ich mache mir halt wirklich Gedanken, was kannst du bringen auf deinem Kanal? Ich habe ja gegen meine eigene Regel sozusagen verstoßen letztes Jahr und habe wirklich 3 Challenges gemacht. Aber auch nur, weil ich ja gesagt habe, wenn ich verliere, muss ich noch eine machen. Das ist für mich eine Bestrafung. Die haben Spaß gemacht, aber ich würde es jetzt nicht jedes Mal bringen. Nein, einfach nein. Es waren sogar 4 Challenges, weil die Versuche nicht zu singen, habe ich ja auch noch gemacht. Ich möchte auch nicht mega erfolgreich werden. Mir reichen meine 100 Abonnenten. Das ist wirklich toll. Das ist ein wahnsinniger Ansporn, der da kam dieses Jahr. Ich muss sagen, mein Kanal ist, seit ich das mache, was mir Spaß macht, wirklich sehr gewachsen. Sei es wirklich diese Tags, die ich Anfang des letzten Jahres gemacht habe, beziehungsweise die ganzen Game of Thrones Videos, die haben mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Und genau das ist das, was mir Spaß macht und warum mein Kanal auch gewachsen ist. Weil man merkt hat, die Sarah aus Dessau macht jetzt mittlerweile das, was sie möchte und nicht mehr das, was sie jetzt machen muss, weil es wieder 2 Wochen rum sind und ein neues Unterwegs in Dessau kommen muss. Weil Unterwegs in Dessau habe ich gemerkt, es kommt einfach nicht an. Es ist gut, es schreiben auch wirklich manche drunter, hey, ich war jetzt lange nicht mehr in Dessau, es ist schön, die Stadt nochmal zu sehen und es ist toll, dass es sowas gibt. Ja, aber ich muss sagen, das kam nicht wirklich an. Und ich frage mich, warum ich das mache, wenn es eh keinen interessiert. Da frage ich mich, warum jemand Erfolg hat, der hier 5 Pranks in der Woche macht. Genauso könnt ihr mich jetzt fragen, warum mache ich das abhängig von dem, dass ich Erfolg habe. Aber es ist halt diese Gerechtigkeit. Es geht mir einfach nur um Justice, dass es mich ein bisschen aufregt, was Erfolg hat. Über Katja Kasavitz haben sich jetzt schon so viele aufgeregt. Sie macht halt das, was ihr Spaß macht. Muss man akzeptieren. Ich möchte gerne mit YouTube als mein Hobby weitermachen. Ich möchte niemals die Pflicht dazu haben, ein Video jetzt diese Woche hochzuladen, wenn es mir mal nicht gut geht oder sonst irgendwas. Und ich möchte das als mein Hobby beibehalten. Deswegen, ihr 100 Abonnenten, ich kann euch nur noch mal danken, dass ihr meinen Kanal so weit unterstützt. Und für euch mache ich die Videos auch gerne und für alle anderen, die es auch sehen möchten. Und ich muss auch sagen, dass es mich sehr gefreut hat, als ich Weihnachtsgeschenke shoppen war und mich jemand angesprochen hat und gesagt, hey, ich finde deine YouTube-Videos übelst toll. Ich habe noch keine Ahnung, was das Jahr 2018 bringt. Ich hoffe, es ist ein so erfolgreiches Jahr wie letztes Jahr. Letztes Jahr war ja das Jahr der Traumerfüllungen und dieses Jahr geht es auch fleißig weiter. Denn dieses Jahr geht es nach Paris, ins Disneyland Resort Paris und seit ich träumen kann, will ich dahin. Also gibt es die große Sache auf Reisen. Paris kommt dann aber auch nochmal für euch, aber dieses Jahr nur das Disneyland. Und so wie der Plan steht, geht es im Oktober auch mal in die Schweiz. Da kann ich ja auch mal Schweizer Süßigkeiten probieren, beziehungsweise im Disneyland dann auch französische Süßigkeiten. Ihr bekommt in den nächsten Wochen auch wieder ein Dessert auf Reisen Hannover. Da freue ich mich schon sehr drauf. Des Weiteren weiß ich noch nicht, was das Jahr 2018 für mich bereithält. Ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, ihr lasst euch auch ganz doll überraschen. Wenn ihr irgendwelche Anreize habt für mich, dann schreibt es mir hier unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Was ich jetzt noch gerne erwähnen möchte, ist, dass ich angefangen habe, einen Kanal zu schauen, der heißt So geht YouTube. Natürlich hole ich mir auch Tipps und Tricks, wie ich was besser machen kann
Und diesen Kanal verlinke ich euch hier unten mal in die Infobox. Da könnt ihr ja auch mal reinschauen. Die hatten auch einen schönen Adventskalender letztes Jahr. Das hat mir auch schon ganz schön viele Tipps gebracht. Also dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, eine schöne nächste Woche. Vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr noch mehr von mir sehen möchtet. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüssi!